Herzlich willkommen zum Kulturtalk. Heute haben wir einen Gast aus dem Prättigau. Man könnte sagen, er ist eigentlich ziemlich bekannt im Prättigau. Unterwegs als Hitch Entertainment, als DJ Edelweiss, als Hitch Hour, als von Beruf, glaube ich, einfach ein geiler Sieg. Schön bist du da. Und ja. Du hast jetzt dein Open Air wieder am Start im Juli quasi. Grün Böderli. Was erwartet die Leute dort? Ja, das ist eine lässige Geschichte. Das ist zwischen Klosters und Davos. Und da erwarten natürlich auch 100.000 Leute. Ja, genau, ungefähr. Man rechnet auch ungefähr so wie bei den Zillertaler Schürzeger früher. Also bei 100.000 tun wir limitieren. Nein, um Spass. Nein, das ist wirklich so, bis das Ambiente schon ist. Gell? Von meiner Seite natürlich Volksmusik und Schlager wieder viel zum Hören und zum Sehen. Und ja, wir haben uns entschieden, das von einer Freiluftveranstaltung zu machen, weil ja, einerseits es ist so die Idylle und dort ist der Kollege, der das führt, hat das so gewünscht und ich bin auch gerade happy. Im Sommer, wenn es hübsch ist, ist immer am hübschsten von draußen statt in der Halle. Und also ist jetzt auf guten Wagen und wir freuen uns und wir haben schon recht viel Ticket weg und es gibt sicher ein tolles Erlebnis und sind wieder ein paar Volksmusikanten und Schlager Leute dort von Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol. Genau. Mhm. Letztes Jahr habt ihr das glaube ich auch gemacht, oder nicht? Oder habt ihr richtig unter Beschränkungen müssen fahren irgendwie? Ja, es ist dann dort noch gegangen. Letztes Jahr ist dann haben wir etwas gemacht. Von meiner Seite her ist das mehr gekommen. Jetzt machen wir es ja miteinander. Letztes Jahr habe ich ja dann so ein Hitchis Polka gewidmet bekommen, einen Titel von der Tiroler Partymandern. Und dann haben wir das eingepackt, so mehr mit einer Liedtaufe und gleichzeitig eigentlich auch so wie ein Alpen-Air. Und jetzt haben wir das eigentlich ein bisschen umgesteckt, überall alles. Und jetzt machen wir es in der Hand bei Bernhard, wo das Grüne Bödeli führt, machen wir einfach immer wirklich das Grüne Bödeli Sommer-Air gegründet. Und wir machen es jetzt dieses Jahr. Das nächste Jahr ist ja dann in Kloster, das ist das Gatschiefer Open Air, das ist dann nochmal eine Kiste grösser. Und dann, bist du dort auch involviert? Ich bin eigentlich ganz im Hintergrund ein bisschen involviert, aber das macht auch der Ski-Club Gatschiefer. Also das ist die Grundorganisation und da ein gewisser Ding ist man ja immer so, wenn es Volksmusik und Schlager und in die Geschichte da wo etwas läuft, bin ich immer so irgendwas. Ja, das ist, also ich habe das allgemein ein bisschen das Gefühl, wenn man im Prättigau irgendwo hergeht, ja, sei es neue Beiz, die eröffnet oder irgendein Event oder so, kann man eigentlich Gift drauf nehmen, dass du schon dort gewesen bist. Also irgendwie so, ja, das ist, du ja, bist halt einfach wirklich so die erste Adresse, wo man angeht, wenn man etwas machen will im Prättigau. Ja, es ist natürlich, es ist nicht immer gewollt. Also, ich tue mich ja nicht anbieten und sage, ja, jetzt müsst ihr ja mich dann fragen oder jetzt müsst ihr sofort mir ein Mail schreiben. Aber es hat sich wirklich über das Prättigau aus. Also, in der ganzen Ostschweiz kommen mittlerweile ein Telefon, ja, hättest du nicht noch eine Idee und du hast doch das auch schon gemacht und wie könnten wir oder könntest du da mitwirken? Mittlerweile habe ich mir einfach auch sagen, weil ich kann nicht überall auf jedem Flyer drauf sein oder will ich auch nicht. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann ich auch einmal ein paar anderes empfehlen und sage, ich helfe euch helfen oder schauen oder organisieren im Hintergrund. Also ich muss nicht jedes Mal noch wieder im Rampenlicht sein. Also ich wollte das eigentlich ein bisschen zurücknehmen, vor allem im Raum Prättigau, wenn es dann stets und immer wieder heisst, ja, Hitchhour, irgendein wenn ist einfach dann auch zu viel, also auch für mich. Und ich habe das auch jetzt gelernt von anderen Künstlern. Ich kenne ja wirklich tolle Künstler von diesen Seitentälern, wie jetzt Zillertal. Das ist ja eigentlich wie ein Nashville, einfach von der Volksmusik. Und dort sagen auch die Künstler oder die Moderatoren und die Organisatoren, man muss einfach einmal ein bisschen weg vom Tal. Und darum freue ich mich natürlich auch, wenn ich mal ins Engadin oder ins Tirol oder Vorarlberg oder ins St. Gallischen oder ins Bündner Oberland bin ich jetzt auch 2 Tage gewesen. Nicht, dass ich das Prättig auch nicht gerne habe, aber ich glaube, dort habe ich einfach müssen mir jetzt zwischendrin auch mal sagen, ja, ich muss absagen. Oder nehmen wir doch einen anderen Moderator oder einen DJ oder einen Planer oder was auch immer.
Aber mit dem, du bist gleich jedes Wochenende unterwegs. Also eben, du hast ja da auf Facebook deine Seite, ja, wo du immer so die Stimmungsauftritte machst und viel auch noch deinen kleinen Bob dabei hast. Und, wie machst du das? Also hast du einfach die Freiheit jetzt von deinem Hauptjob bei Appenzeller, dass du kannst dort ein bisschen unter der Woche vielleicht mehr Zeit mit der Familie verbringen dafür? Halt wirklich am Wochenende immer auf Achse bist. Da bin ich zwar recht strikt, also gell, ich bin ja unterwegs und darf das Marketing und den Verkauf in Graubünden von den Appenzeller Alpenbitter machen. Das ist ja ein Auftrag und das ist eine tolle Geschichte. Und die ziehe ich eigentlich, so ehrgeizig als ich bin, die ziehe ich eigentlich immer unter der Woche durch. Also da habe ich meine Stunden, wo ich sogar auch dort noch länger buckle sehe. Klar, ich kann es ein bisschen verschieben. Ich kann sagen, schau, jetzt höre ich da ein bisschen früher auf, dafür muss ich am Abend ein bisschen länger das Büro wieder ansetzen. Ich habe mittlerweile, es ist tatsächlich so, dass ich brutal Buchungen habe, also als DJ Edelweiss und als Moderator. Und momentan, ich weiss nicht, ich habe letztes Jahr schon zu mir, meiner Frau gesagt, ich glaube, jetzt gibt es ein bisschen ab und jetzt ruhig es und dann schallt nicht mehr gerade so viel oder Mail. Hast du gemeint? Habe ich gemeint. Ja. Vielleicht auch fast gewünscht. Ja. Vielleicht war das ein Wunsch gewesen, aber jetzt ist es extrem. Also es ist noch, also ich rede nicht mehr von der Zeit, die vorher war in der Unterhaltung, aber es ist eigentlich noch fast extremer geworden als vor dieser Zeit. Jetzt habe ich mittlerweile wirklich schon, ist schon das 23 und das 24 da und jetzt, ja, ich komme es zu machen, ich bin Gott sei Dank gesund und ein toller Rückhalt daheim. Und das ist ja immer noch ein bisschen Hobby und Beruf gemischt. Und anscheinend macht es mir nicht aus. Und klar, ich habe immer wieder Inseln oder suche natürlich auch meine Inseln, dass ich ein bisschen Luft habe. Neben der Familie, neben der Aufgabe von den Appenzeller Alpenbitter, neben dem Entertainment. Es ist eigentlich so, die Wochen gehen so, aber bewusst, also, aber ja, ich probiere natürlich womöglich noch einmal in der Woche aufzutreten als DJ Edelweiss oder als Moderator, aber momentan ist es halt einfach, wenn man etwas versprochen hat oder einen Vertrag hat, tut man das einhalten und das bleibt auch so und haben sicher nicht zu langweilig bis zur Weihnachten. Mhm. Ja, aber was findet deine Frau und auch Kind, weißt du, das ist halt schon, eben, du bist wirklich viel unterwegs eigentlich, oder? Ja. Ja, also, im Prinzip kann man sagen, sie hat sich darauf eingelassen, oder? Sie hat es ja gewusst, aber auf die andere Seite ist halt schon, also, ja, ja. Normalerweise denkt man so, ist wahrscheinlich jetzt eine Phase oder so, weißt du, ja, wo man ein bisschen Konzert hat und Auftritt und so, und nachher ruhigt es dann schon wieder. Also, hast völlig recht. Also ich spürte das auch, wenn es nicht mehr geht, wenn es der Heimat nicht mehr stimmt, also das ist mir heute noch das Wichtigste. Also wenn es der Heimat mit den Kindern nicht mehr stimmen würde, oder die Kinder wirklich, wenn ich es aber spürte und sie sagen, ja, was ist los, Fremdala, und wo bist du, Fremdala, und wenn, gell, die Frau würde sicher auch mal auf den Tisch klopfen und sagen, gut, das jetzt ist endgültig alles vorbei, weil das will ich ja nicht, ich tue auch immer der Heimat wieder ein bisschen abholen und sagen, soll ich das noch oder was meinst du? Und dann sagt sie, ja, mach doch das noch, wenn du Freude hast. Dann löst es bei mir natürlich auch etwas aus und heisst, ja gut, sie stehen hinter dem. Und es ist ja eine Szene, wo ich das mache, wo eigentlich, ja, ich bin halt dort auch strikt, jetzt suche den Auftrag sauber durch. Ich schaue natürlich, dass ich da nicht irgendwie noch länger bleibe. Ich tue natürlich auch, wenn ich einen Auftritt habe, lasse ich den Alkohol weg. Bin ich auch sehr, sehr diszipliniert und dabei stelle ich mich auf die Auftritte ein und habe halt Freude und nehme die Energie vielleicht auch wieder heim und kann es dann wieder anstecken. Ich glaube, so muss man es auch ein bisschen machen, oder? Ich glaube. Also wenn du jetzt jedem Auftritt nachher noch irgendwie weiter raufgängst und irgendwie um 3, 4 am Morgen erst daheim bist, dann würdest du wahrscheinlich schon etwas anders aussehen, oder? Also das mag es nicht mehr leiden. Ja. Also das mag es nicht leiden, das verträgt der Körper nicht. Wenn man 25 war, gell? Genau, ist genau, wenn ich jetzt gerade kurz über 30 bin. Ja. nein, aber das Alter macht natürlich auch etwas aus. Also das irgendwie, also tut auch bei mir sonst noch ein paar Sachen, hat natürlich auch schon verändert. Also, ja, ich mache gewisse Sachen bewusster und kann es ein bisschen besser abwägen. Und eben, wie gesagt, du musst wirklich strikt hinter dieser Geschichte können stehen können und daheim muss es schon stimmen. Also eben, ja, mittlerweile, ja, ich habe halt immer noch Freude und was ich einfach spüre, ich mache es auch gerne und
ja, ich bin einfach so in dem Ding drinnen und es freut mich natürlich auch besonders, gell, ja, dass man das darf noch so machen. Also es gibt ja x derige Leute wie ich wahrscheinlich, ja, wo das auch machen und haben vielleicht nicht so viele Anfragen. Und ich geniesse es einerseits und andererseits, aber wie vorher schon gesagt, und gewisse Sachen, da man einfach sagt, jetzt ist gut, jetzt gebe ich es glaube weiter, oder es muss ja nicht unbedingt immer in meinem Kopf da stehen. Aber ich glaube, die Freude ist immer noch da und auch die Künstler, die ich zusammen arbeite, wo ich darf zusammen arbeiten, die geniessen mich anscheinend noch und ich mache es auch immer ehrlich und sauber, wickle alles ab und die Ausstrahlung geht vielleicht dann auch so über die Bühne und auch, sei es bei einer Hochzeit, sei es bei einer Moderation, bei einem Open Air oder bei einer Eventhalle. Anscheinend spürt das der Veranstalter, der Künstler, das Publikum. Und so fällt es mir natürlich auch ringer anscheinend und darum. Ja, es steckt halt auch die Freude, oder? Das ist so ein bisschen, oder? Ja. Du kannst das, glaube ich, irgendwie relativ gut weitergeben. Und, ja, ja, ich denke es. Also, ja. Das wird jetzt vielleicht so ein Punkt sein, ja, wo ich nicht merke. Also ich bin, wie ich bin. Und ob jetzt, vielleicht stecke ich die Leute an oder motivierst sie oder holst du einfach dort ab, wie sie sind. Was ich einfach auch also gelernt habe, also schon, Gott sei Dank schon lange, ich lasse die Leute einfach stehen, wie sie sind. Also ich kritisiere niemanden. Also jeder Veranstalter ist anders, jeder Künstler ist anders, jeder Organisator ist anders. Alle anderen Veranstalter lasse ich auch stehen. Ich finde es super, dass alle so viel machen in der kulturellen Geschichte. Und ich habe Freude für die anderen. Wenn es geht, unterstütze ich ja die auch noch, wenn ich Kraft und Mittel dazu habe. Aber darum bin ich vielleicht als Person eigenermaßen zum Ankommen. So. Und darum fällt mir natürlich alles auch ringer. Also, ja. Mhm. Du hast ganz früher, bist du einer von denen gewesen, die das Bretti-Zeller-Fest organisiert haben. Hast du jetzt, also eben das Grüne Bödeli, er, hast du ja noch, und dann hast du ja noch die Fan-Treffen im Herbst, irgendwie mit Wanderungen und so. Also was sind so deine fixen Punkte im Jahr, die du immer machst? Ja, es ist jetzt aber gerade so. Durch die Zeit, die jetzt davor war, die zwei Jahre, habe ich mir schon auch überlegt, auch daheim, das ist jetzt einfach gerade die Wahrheit, gell? Es ist natürlich ringer, wenn man ein Mail bekommt und sagt, könntest du dort mithelfen, der Auftrag bekommst, das musst du machen. Ich selber habe mir jetzt in dieser Zeit ein bisschen überlegt, gell, was soll ich selber noch von Grund auf noch machen, Events. Und ich habe mir dort schon ein bisschen entschieden, dass ich nicht mehr von Grund auf Events organisieren, wo ich wirklich von A bis Z, vom Sponsoring bis zu Gastro, Planung vom Programm. Das ganze Klinkerputzen, ja, nicht mehr. Genau. Dass ich dort das einmal ein bisschen lasse. Das war auch ein bisschen der Wunsch von der Heimat, dass ich nicht noch irgendein 3 Events aufziehe, von Grund auf allein, weil das frisst brutal an Zeit und an Nerven und mit diesen Controlling und dort Abrechnungen da wieder. Und dort habe ich mir einfach gesagt, im Moment habe ich jetzt sehr viel zum Nachholen und Verträge, die noch offen sind. Ich lege eigentlich die Veranstaltungen, die ich ganz allein immer aufgezogen habe, momentan auf Eis. Es ist nicht so, dass ich das vielleicht nie mehr mache, aber jetzt einfach dieses Jahr und das nächste Jahr haben wir gesagt, wenn ich etwas mache, eben so wie jetzt das Grüne Bödeli mit einem Kollegen zusammen, das ist gut, da können wir so ein bisschen switchen. Aber momentan, also im Rhythmus, wie du jetzt gefragt hast, ist der jetzt eigentlich nicht da und ich habe eigentlich auch nicht gerade momentan im Sinn. Mhm. Also, hast du ja genug anders auch noch zu tun. Es ist aber so. Das gibt mir, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen Lockerheit. Und sagen, gut, da komme ich, da kann ich nicht kommen. Und ich habe jetzt nicht so, wo ich immer sage, oh, ich muss immer dranbleiben, das ist dann mein Event. Und der muss dann funktionieren und der muss eine super Promotion geben. Dort habe ich mir, glaube ich, selber ein bisschen Druck weggenommen und eben, wie gesagt, mit der Heimat, mit den 3 Kindern, mit der Frau, dort das auch schon ein bisschen Luft nach vorne geben und so. Aber vielleicht gibt es jetzt mal so Luft und so Gelassenheit, dass ich sage, so, also im 24. tue ich wieder etwas ansagen. Und dann tun wir uns wieder aufbauen. Ja. Aber momentan bin ich so. Fahre ich gut so. Ja. Und ist einfach für mich, gell, dann kann ich, wenn ich eine Woche etwas gemacht habe, oder am Freitag oder so schon vorher, kann ich es abhaken und dann ist das vorbei. Und dann muss ich nicht noch wieder und nochmal.
Ja, aber es ist natürlich die ganze Administration ist dann irgendwie vom Tisch oder halt eben erledigt. Ja. Das muss ich gleich mal so provokativ fragen. Oder du schaffst ja 100% und hast praktisch jedes Wochenende 1 bis 2 Auftritte. Was machst du mit dem, mit diesen 100'000 Franken, die reinkommen? Jährlich? Also weißt du, oder gehst du einfach auch sehr günstig Konzert und Auftritte gehen? Oder nein, das? Dort hat man sich natürlich auch strukturiert. Also, gell, es ist natürlich nicht so, dass ich da irgendeine der Frau kann sagen, ja, am Freitag und Samstag, hey, ich gehe dann einmal. Also, ich habe es einfach cool und lässig spielen, da Hochzeiten moderieren, da, dann dort mit den Künstlern arbeiten und dann am Abend noch Büro machen. Also das ist alles eigentlich ganz in Ordnung entlohnt. Also das muss ich schon sagen. Also ich habe mir einfach auch so Richtlinien gesetzt und gesagt, schau, so viel muss ich einfach haben für einen Auftritt oder für eine Moderation. Und was wir einfach daheim entschieden haben, und das ist einfach so, wir haben ja daheim das Eigenheim und meine Frau ist nie einen angestellt. Also das darf ich so sagen, sie ist nie einen angestellt. Und wir haben einfach dazu mal entschieden, wenn wir ein Kind wollen und das als daheim, dass meine Frau wirklich für Kind da ist. Und ich habe ja das Glück mit dem Nebenerwerb, das ist ja mittlerweile seit 21 Jahren ein Nebenerwerb. Da kommt sauber immer alles angegeben, es kommt alles sauber organisiert. Ich habe ja 3 Händler. Und sie gibt mir eigentlich Stütze für das, den Nebenerwerb. Und Freiheit, dann Freiheit auch, natürlich auch. Gell, die Zeit geht ja ab. Immer, gell, Freitag oder Samstagabend ist einfach, die Abend sind gestrichen auf dem roten Sofa. Und so haben wir uns schon mal entschieden. Und ich habe, weil ich die Freude habe, eben bei den Appenzeller Alpen bitte da dürfen mitwirken und den Nebenerwerb auszuführen, gibt es natürlich dann eine Art, das ganze Paket, das wir eigentlich brauchen für die Familie mit dem Einkommen. Mhm. Und klar. Hast du eine Art wie eineinhalb Einkommen, dafür muss die Frau nicht arbeiten? Es ist gerade so ein bisschen. Es ist ungefähr so. Ich habe natürlich nie so eine Gage wie ein Topstar oder weiß ich was. Aber ich bin gut entschädigt. Die Arbeit, die ich mache, kommt gut zahlt, das darf ich so sagen. Ich bin happy und die Leute zahlen das auch. Und ich mache aber auch sicher einen angenehmen Job, und sonst würde ich auch nie Buchungen mehr bekommen. Und, es muss jetzt sicher niemand Angst haben, dass ich da irgendwas wie zu teuer bin. Ich kann auch immer ein bisschen gesprächeln. Aber einen gewissen Grundding habe ich einfach, weil, das haben wir uns daheim gesagt, ich kann nicht einfach für... Es nützt dir nichts, wenn du gratis gehst irgendwo oder... Nein, also, wenn du Spesen nicht einmal drin hast. Nein, das muss stattfinden. Und ich habe jetzt am Dorffest von Ass, das ist ganz klar, da bin ich daheim und daheim mit diesen Vereinen und so, hat man gesagt, hey, schau, da komme ich... Das ist natürlich eine andere Geschichte. Das ist ganz eine andere Geschichte. Aber sonst kann ich mir das gar nicht leisten, da irgendwas wie noch für ein Sackkräppli irgendwo hinfahren. Ja, oder nein. So. Nein, da bin ich so ehrlich. Und, aber eben viel, wie du sagst, gell, viele sagen, ja, denn du bist ja noch da und da und dort. Und viele sagen, ja, du bist schon noch lässig, bist da unter den Leuten und kannst im Winter dort und bei den Appenzeller Alpen bitte und du hast da noch ein cooles Fest, du bist immer am Festen. Ich selber feste ja nicht, ich bin ja der Unterhalter. Und dann sage ich dann schon auch sie, ja, ihr dürft das gerne auch machen. Also, ich meine, das ist alles freiwillig. Also, weißt du, mach das einmal über Wochenende und über Sommer und über den Winter und plan alles und dann alles Vertrag machen. Und ihr dürft das, die Türen sind für alle offen. Also, ich meine, jeder darf einen Unterhalter sein. Also, sei es DJ, sei es Live-Musik, sei es Moderator oder Talk oder TV. Mhm. Also, eben muss es auch stimmen. Also, ja. Hat es dir noch nie verleidet? Hättest du es gefunden, hast, hätte ich doch lieber einmal. Also, es hätte so schon. Benissimo oder Ritten das geschaut oder so. Wohl, also oder es ist tatsächlich so. Also, bei mir ist es wirklich so, ich hatte schon 2-3 Mal so wie ein bisschen Hänger gehabt. Und es ist halt auch jetzt noch so. Gell? Es ist gerade so am Samstag, da bist du so daheim. Machst das noch zum Mittag, trinkst vielleicht noch ein Rotwein oder ein Apero. Und dann fährst du so langsam runter vor Wochen. Genau. Und dann musst du gerade nochmal switchen, oder? Dann kommt, glaube ich, der Punkt, der entscheidend ist, also um 4, 5, wenn du so hinfahren darfst, musst quasi, dann der Punkt ist also der schwierigste bei mir mittlerweile. Wahrscheinlich hat es gleich mit dem Alter zu tun, ist dann nichts mehr mit diesen 30, gell, bin mittlerweile dann im Oktober 46.
Und dann der Punkt dort muss ich sehen, das ist wahrscheinlich immer Skifahren, wenn du nochmal das Wohnen nochmal springen musst und hast nicht mehr so Kraft. Und wenn du den überwunden hast, gell, wenn ich mal dort bin in der Veranstaltung, dann funktioniert es noch. Dann habe ich eine Freude, dann bin ich dort und dann denke ich, wow, jetzt ist es lässig. Das ist die Euphorie in der Luft. Halt, dann wird es wahrscheinlich, wie soll ich sagen, das Adrenalin kommen wieder. Aber so habe ich dann schon zwei, drei Mal gedacht, jetzt ich sage, im Sommer mache ich mal nichts mehr. Oder, also kommen das ja diese Gedanken. Aber das, wo ich dort, wenn ich dort bin und ich es mache, habe ich nach wie vor noch Freude, weil sonst würde ich es nicht mehr machen. Also, ich höre in dem Punkt dann wirklich auf, wenn ich sobald dann letztes Zeugst am DJ. Ja, wenn ich merke, die Freude kann ich ja gar nicht mehr geben. Und weil dann merkt das Publikum auch. Und dann trete ich auch ab. Also, ja, ich werde sicher nicht mehr so lange als DJ unterwegs sein, wie ich schon war. Das kann ich mal schon sagen. Okay. Aber wir hoffen gleich, dass du noch ein paar Jahre machst. Ja, ja, so, Uli, ja. Gesund bleiben ist das Wichtigste. Mhm. Daheim zu schauen, wie es rottelt. Mhm. Ja, ich habe natürlich schon, gell, das ist... Ein Kindheitstraum war das ja nicht, aber ich habe als Kind schon Moderator im Zirkus und dort habe ich organisiert, jetzt im Dorf geheißen, ich bin ja in Grüsch aufgewachsen. Anscheinend ist mir da auch etwas in die Wege gekommen und jetzt habe ich es ja schon viele Jahre erleben. Also wenn so irgendwie mal etwas bricht oder ich nicht mehr kann, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe eine super Zeit gehabt. Mhm. Meine Jungen müssen ja überhaupt nicht in diesen Fußstapfen nachgehen und auch wenn es jetzt auch ein bisschen aber ist. Aber es passiert automatisch, habe ich fast ein bisschen das Gefühl. So, ja. Ja, es hat ein bisschen also vor allem Christian, der Junior, ja, genau. Kann man wirklich sagen, ja. Ja, er hat jetzt die steirische Harmonika ein bisschen erlegt. Ja. Und klar, wir haben daneben noch den Sport, der uns auch sehr gut tut. Und ja, ich bin einfach froh, dass in der Jugendzeit einfach in dem ein bisschen Sommer funktionieren. Also das hilft wahrscheinlich auch, andere Wege ein bisschen stoppen, die vielleicht nicht so lustig wären. So haben wir wenigstens eine lässige, haben schon ganz eine tolle Jugendzeit. Und eben, wie gesagt, die Frau ist wahrscheinlich die grösste Stütze, nicht nur für mich, sondern auch für die Kinder. Und darum ist die Entscheidung dort einmal auch gefallen. Ich muss als Frau nicht irgendwas, um 7 Uhr muss her, ein Geschäft, und wir müssen ein Kind abgeben und sie morgen um 6 Uhr weg und so. Von dem habe ich immer Respekt gehabt. Und das ist uns jetzt schon gelungen, dass wir das nicht machen müssen. Und das ist eigentlich da schon sehr wichtig. Mhm. Du hast mir noch etwas ganz Schönes gesagt in einem Interview, dass du deine Kinder nicht speziell fördern willst, sondern ihnen einfach offen lässt, was sie machen. Und das finde ich mega schön. Also weißt du, dass du ihnen quasi alle Optionen offen lässt, aber was sie dann, in welche Richtung dass sie gehen wollen, dass du das ihnen überlässt. Das finde ich mega schön. Ja, das finde ich auch wichtig. Also ich kann fördern schon Sachen oder vor, fordern genau, oder überfordern. Und, das ja. Mehr ich habe auch so ein paar Vorbilder, wo ich immer zwischen denen wieder ein bisschen telefoniere. Also einerseits ist das in der Entertainment-Seite, anderweitig ist es in der Sport-Seite. Habe ich diejenigen, die in meinem Alter sind, die in der Skiwelt gekommen sind, oder auch in andere Richtungen Sportler, die es ganz gross rausgebrungen haben, auch in der Entertainment-Seite. Und dort habe ich auch immer das Thema so mit den Kindern. Und ich habe dort eigentlich schon viel abgefangen und habe es auch selber gespürt. Also egal, ob im Sport in welche Richtung oder im Entertainment oder in der schulischen Geschichte, wo sie gehen, dass man sie unterstützt, helfen tut und gewisse Tipps kann geben. Also ja, das ist für mich... Und das ist mir, also mir und der Frau mittlerweile auch jetzt gelungen. Und ich glaube, wenn du das schaffst, dann kommt der Erfolg automatisch, ohne dass du aber überforderst oder überborderst oder übermotivierst. Und ich habe immer am meisten, am schlimmsten ist immer, wenn die Eltern mehr wollen, als das Kind. Mhm. Und das habe ich leider oft immer wieder gesehen oder miterlebt. Und dort irgendwann werfen sie alles her und haben überhaupt nichts mehr von nichts mehr Freude. Und ich glaube, der Erfolg kommt immer noch von da drinnen und mit vielen Aufbau, mit ich sage, motivieren darf man, aber einfach das Fördern, das Zwingen, das Strikte, das Extreme, von dem muss man ein bisschen wegkommen. Also ich glaube, ja, das sehen gewisse Eltern leider dann erst nachher, wenn sie dann 15, 16, 17 sind, dass das eigentlich wirklich nicht gebrungen hat. Im Gegenteil, dann schätzt es dann zumal. Und ein paar haben schon gelöst, ein paar haben nicht gelöst. Ich gehe auch in jedem Elternteil. Ja. Das geht mir ja nicht an, was die anderen machen. Aber ich selber
habe jetzt gemerkt, bei den Kindern sind viel erfolgreicher, wenn man sie so gibt. Mhm. Sie einfach machen lassen. Ja. Einfach machen lassen. Oh, klar, unterstützen. Sie brauchen ja Unterstützung. Aber nicht überschrübeln. Ja. Mhm. Ja, als abschließende Frage vielleicht noch. Eben, wir haben ja das grüne Bödeli. Open Air heisst es. Oder wie? Ja, also Air. Wir haben, genau, Sommer Air. Sommer Air ist genau. Der Name. Ja, 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 so. Genau. Was steht dort auf dem Programm? Wieso sollte man unbedingt vorbeischauen? Ja, lässig ist noch, es geht eigentlich genau 12 Stunden. Also, eine tolle Geschichte vom 12:30 am Mittag. Fangen wir ganz gemütlich an. Ich bin halt immer einer, der von allen Geschichten will etwas erzählen auf der Bühne. Also wir fangen um 12:30 an mit gemütlicher Musik. Die Bündner Spitzbuben sind bei uns zu Gast. Und sie sind wirklich auch etwas Spezielles für mich. Also die sind nicht nur musikalisch, auch menschlich und so im Hintergrund passen die einfach so gut dorthin. Wir starten mit denen so quasi zum Mittag, ein bisschen so am Nachmittag, so gemütlich. Und das sind wirklich, gell, wenn wir schon im Bündnerland etwas machen, das gehört sich auch an die Bündnergruppe. Nachher haben wir einen Top-Gast, Geri der Klostertaler. Der war lange bei der grossen Bente Klostertaler. Der gibt dann ein Konzert Mitte Nachmittag. Dann geht es dann in Südtirol. Ich habe ganz gute Südtiroler Kollegen. Mit einer Sängerin von Tschirtschen. Das passt auch wieder daher. Das ist ja gerade in unserer Region auch. Die Gruppe Saugut, wo dann aufspielt. Und am Abend sind dann die Topstars, die Grubertaler, die momentan wirklich in Deutschland, Österreich und Italien, Benelux und in der Schweiz, Liechtenstein erfolgreich sind. Es ist einfach ein wunderbares gemischtes Ambiente. Wir hoffen natürlich ein bisschen auf trockenes Wetter. Es gibt ganz feine Grillspezialitäten, ein paar Überraschungen gibt es auch noch. Und ja, also man kann das Ticket dort beziehen, im Grünen Bödeli jetzt schon oder im Vorverkauf. Und ich finde, es einfach ist so ein bisschen lockere, ungezwungene Sache. Man kann auch ein bisschen später kommen, man kann früher kommen und dann wieder gehen. Es ist für alle Altersklassen, finde ich, ein super Anlass. Also man kann Kind, die Älteren, Junggebliebenen können kommen, es kann als Nani kommen, kann dann am Abend um 8 Uhr gehen, am Abend kommen vielleicht die ein bisschen Jüngeren. Also darum haben wir es auch so lang gezogen gemacht, so 12 Stunden Live-Musik mit mir in Moderation. Kulinarische Sachen am Abend gehört eine coole Bar auch dazu. Aber für alle eigentlich in dem Tag etwas und ich merke es jetzt auch so in der Ticketvorverkauf. Es ist auch so, es haben Kinder Ticket bestellt mit den Eltern, es haben Götti, Gotte, das Nani. Bunter mischt. Und ja. Ja, freuen wir uns und dann sehen wir weiter. Mhm. Hoffen wir, gut zu gelingen. Danke, dass du da gewesen bist. Und hoffen wir, dass wir dich noch ein Haufen Jahr auf diesen Bühnen sehen. Ja. Also mindestens bis 32. Oder? Ganz gut. 33 bin ich höher. Ja, genau. Nein, mega lieb. Danke vielmals. Oder zum zweiten Mal 33. Ja, nochmal. Vielleicht, ja. Genau. Dann 66 ja, genau. Fängt das Leben erst nein, an. Dann fängst du erst an. Ja, genau. Nein, danke vielmals. Hey, Hitch, danke vielmals. Und ja, viel Erfolg da mit dem. Vielen Dank. Open Air Event. Dankeschön, ja. Danke. Das war es schon gewesen, das Kulturgespräch mit dem Hitch Auer. Schauen rein mit seinem Open Air oder auch sonst irgendwo ist er immer mit dabei, wenn eine Party gut ist. Danke fürs Zuschauen. Ciao.